Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Geschwätzblitz. Ja, ihr wisst, wie es läuft, fordert uns heraus unter unserem Namen Melikodas, 5 Minuten. Und wenn ihr möchtet, wir haben noch ein bisschen Platz auf unserem Eröffnungswunschzettel. Aber bitte beschränkt euch auf schwarze Öffnung, weil weiße Öffnung haben wir schon mehr als genug. Und wir kriegen eh nur schwarz erfahrungsgemäß. Deswegen. Manchmal auch nur weiß. Es wechselt sich, naja, nicht ganz ab, aber wir gucken mal, was heute passiert. Willst du denn anfangen? Ja, sehr gerne, wenn du mir einen Gegner generierst. Aha. Okay, dann zählen wir für dich oben ab. Gerade war bei 13. Wir nehmen jetzt einfach, was ganz unten ist. Und das ist Chesobert. Es waren nämlich exakt 13 Challenges. Und ich hatte, du hattest recht. Schwarz. Und Fabi wünscht sich Lettisch. Oh, was kann ich denn spielen? Französisch oder Pirken? Oder Happy Hippo. Das, was ich ein ganz klein bisschen besser kann. Wobei ich gar nicht schon weiß, ob man auch, ob es egal ist, ob man mit erstens D6 oder mit erstens G6 beginnt. Bei Pirk? Und ob man Springer F6, ja, ne? Ja, bestimmt. Und dann G6. Also mit den Definitionen. Das weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, der Aufbau so ungefähr müsste richtig sein. Wobei gegen F4 habe ich natürlich so gar keinen Plan. Ich glaube, ich mache einfach mal. Machst du auch so dein Zeug, ne? Ja, aber das ist ja schon ein bisschen aggressiverer Aufbau. Ich glaube, da kann man sich jetzt nicht so viel Zeit lassen mit den Ideen in der Eröffnung, aber im Zweifel irgendwie auch mal nach vorne. Oh Gott, im Zweifel sofort nach vorne, meinst du? Okay, Tarasch, Lettisch, alles aufgeschrieben. Obwohl Lettisch natürlich was brandgefährliches ist, wenn man das nicht kennt. Einmal in den Chat noch. Moin und danke an Olli, der super schnell zur Stelle war. Wir hatten leichte Startverzögerung. Und da schreiben wir natürlich immer dem Mann, der weiß, wie alles geht, das ist der Olli. Und gerade als ich ihn angeschrieben habe, fing es dann trotzdem an. Also danke, dass du so schnell zur Stelle warst. Vielleicht hat das schon gereicht, dass der PC geahnt hat. Oh, gleich kommt der Support. Grünfeld, ja, das notiere ich auch noch. Okay, dann haben wir es, glaube ich. Viele Wünsche auf dem Wunschzettel. Und ja, dann mal gucken, was jetzt passiert. Ja, bitte. Nein. Ich dachte, vielleicht wäre H5 eine Option, aber irgendwie so gefühlt finde ich das ein bisschen riskant hier von Weiß, aber na gut, man ist natürlich auch schnell mit den Bauern. Also Carsten merkt an, dass man C6, B5 vielleicht eher macht, wenn Weiß schon lange auch hier, dem kann ich mich so eigentlich auch anschließen, aber bitte, das macht man doch auch teilweise gegen kurze Rochade. Also einfach, um Spiel zu suchen. Okay. Gesucht und gefunden. Mal hier im Zentrum ein bisschen was abfragen, wie er... Okay, was machst du, wenn er mit möchte. Dem E-Bauern schlägt? Mit dem E-Bauern? F-Bauer? Die Regeln können wir dir auch gleich nochmal erklären. Ja, bitte. Weil spiele ich hier fertig. Mit dem F-Bauern, dann mache ich Springer B6. War mein Plan. Okay. Migtal, naja, also ich bin in der Vorrunde leider rausgeflogen im Bantablitz Cup. War nicht so mein Tag und mein Gegner war auch ganz gut. Das war der Daniel Dada, aber spätestens in der, also das war die Qualifikation, also spätestens danach gegen David Navarra hätte ich auf allen Ebenen verloren. Ja, auch im Singen. Auch im Singen, im Spiel, also von daher war okay. Vielleicht Läufer? Dann abtauschen, Springer C4? Ja? Gefällt mir eigentlich nicht so gut, weil er jetzt auch G4 spielen kann. Aber ich will ja mir es nicht am Anfang mit dir vergraulen. Ja, was hat es denn mir jetzt gebracht? Nix. Jetzt habe ich meinen Springer da immer noch stehen. Achso, ja, ich dachte, du kannst später. Was später? Später. Springer F4. Nein, du hast einfach gedacht, er muss raus. Nee, du nimmst immer Springer C4, dachte ich. Aber gut, dann macht er B3, ist doch nicht so effizient, ne? Wenn, aber dann vielleicht muss ich direkt Springer C4 machen. Ja, oder so. Dann macht er auch B3? Ja, dann kann ich Springer B2. Aha! Wieso im Singen? Ich vertraue dir auch nicht in der ersten Runde, weil da sind wir beide immer richtig schlecht. Ja. Und dann spiele ich lieber einfach. Ich könnte auch auf A3 schlagen vielleicht. Taktik hier. Ja, mach lieber selber. Wieso im Singen? Ja, fragt aber Mick. Kannst du mir weil, mal oh Gott, bitteschön. Weil,
der David ein ganz wundervolles Lied komponiert hat, extra fürs Geschwätzblitz. Ah. Schön. Kleiner Meinungswechsel. Lange Nasenhaar. Du gehst auf unseren Benutzernamen unterm Video und dann auch fordern. Aber Aber du bist wo ist kein dein Premium, Premium? deswegen Du wird hattest einen es dir nichts Premium-Status. bringen. Er ist verschwunden. Das kann man natürlich gar nicht gutheißen. Dann am besten gleich irgendeinen Gutscheincode verwenden, der gerade rumfliegt. Wahrscheinlich den Tata Steel-Gutschein und dann bist du gleich wieder mit am Start. Blitz. Ja, aber er war auch sehr, sehr lustig. Also deswegen, ich hätte keine Chance gegen David. Zu Ja, das witzig, war zu echt gut. unterhaltsam. Ja, das ist einfach so. Wie ist die Bauernstruktur einzuschätzen? Naja, die ist so einzuschätzen, dass es hoffentlich nicht ins Gewicht fällt wegen dem Materialvorteil, ne? Aber besonders attraktiv ist die natürlich nicht. Für wen? Ja, für Schwarz schon. Weiß hat sich doch hier geschwächt. Was, wieso bist denn du so kritisch mit meiner Stellung? Ich bin hier ganz hochzufrieden. Achso, naja, okay. Du bist hochzufrieden, okay. Und das ist alles, was zählt. Ja, aber okay, wahrscheinlich ist es so ein Mittelding. Der C6 ist natürlich, F6 und wäre das wahrscheinlich Zentrum ist besser stark von gewesen. Weiß, aber du hast schon recht. H3, G4, da ist auch eine leichte Schwächung mit drin, auch wenn sie Schwarz einschränkt. Also, beide Seiten haben eine schlechte Bauernstruktur. Vielleicht ist das was? Das wäre Naja, vielleicht die F5 adäquate gefällt mir Antwort. jetzt im Nachhinein nicht so gut. Ich hätte F6 eher spielen sollen, glaube ich, weil jetzt habe ich hier so ein Loch auf E6. Also Springer G5 ist immer mal eine Option und halt G5, genau, ist halt der andere Na gut, aber jetzt Move. könntest du dich ja vielleicht sehr gut gegen den D4 stellen. Musst nur vielleicht zusehen auf Turm E1, dass du nicht mit Dame D7 spielst. Aber ja, den hätte ich vielleicht können. Hör bitte auf, mir so Ach ja, ich darf ja nicht. reinzureden. Stimmt, das ist ja die erste Runde. Aber du Keine darfst Tipps. mir jetzt gerne erklären, warum du ihn nicht gemacht hättest. Ja, ich habe nur das Potenzial gesehen, dass das mal schwach wird, wenn der Springer nach F4 Ich kommt, sehe aber. eher Potenzial hier in deiner Stellung, die schwach Sehr wird. gut. Du hast immer recht, in der ersten Runde vor allem. So, jetzt hat man ja der Möglichkeiten viele. Nein, erstmal Ja. rausnehmen. Mit Schach. Wenn der Dame nimmt, hängt ja auch noch der D4. Na, sehr fein. Das wird er nicht machen. Schachkunst in Neuberg. Ja, wir tun uns wie die letzten Jahre in der zweiten Liga etwas schwer. Ja, wir haben halt einfach Gegner, die im Schnitt deutlich stärker besetzt sind als wir. Also an allen Brettern eigentlich. Das ist schon. Also wir kämpfen um den Abstieg. Vielleicht können wir Wir es im kämpfen Ver. um den Abstieg. Ja, das werden wir schaffen. Achso, dagegen Sehr meinst du? gut. Vielleicht G5 und Läufer schlägt E5 oder ist das zu Nee, brutal? ich würde gern lieber. Ich habe andere Pläne. Das würde aber an den E5 Ja, gewinnen, den kriege ich so auch. ne? Aha! Gut. Quali mehr, Minute mehr. Nicht zu verachten. Naja, vielleicht den rausnehmen? Ja, eigentlich wollte ich gern jetzt den E5 schlagen, aber. Geht es nicht? Was? Dame schlägt Ach E5, so, was soll ja. man machen? Nicht zu verachten. Ja, Flinsbacher, das bringt es ganz gut auf den Punkt, ja. Wir steigen häufiger mal auf und ab. Aber wir sind jetzt auch in der Liga Süd gelandet, was mit Hess natürlich kein. Der hängt doch trotzdem. Kein Muss ist, aber. Und die Liga ist besonders stark, aber gut, dann ist das halt mal so, ne? Okay, Ja, vor sehr allen Dingen schön. sind das weite Fahrtwege für uns. Das finde ich eigentlich gewichtiger als, also starke Gegner finde ich ja nicht schlimm. Das ist ja was Positives eigentlich. Also klar, für die Mannschaft jetzt ist es dann halt schwieriger, aber für jeden Einzelnen ist es ja trotzdem attraktiv, dann gute Gegner zu bekommen, die man Das natürlich in den stimmt. anderen Staffeln auch hat, aber. Willst du noch was zur Partie sagen, sonst tüten wir die ein. Ja, Eröffnung wusste ich nicht so genau. Ich glaube aber, dass der Plan mit C6, B5, also den spielt man nicht, also meines Wissens nach, und ich habe ja auch
Königsindisch Erfahrung und ich kenne ja solche Strukturen ein bisschen, kann man das durchaus spielen, auch wenn Schwarz noch nicht dorthin rochiert hat, sondern man zieht dann einfach generell das Spiel am Damenflügel und im Zentrum auf. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass die Bauern nicht schwach werden. Ja, hier war ein schöner Quallengewinn und danach war es ermöglicht durch Läufer F5, ne? Es war schon stark. Hast du gut gemacht. Ach, war ja mein Ach, das wäre auch gegangen, wenn der Springer direkt dorthin gezogen wäre. Ja, das mag sein, okay. Oh, stimmt, aber das heißt ja, hier hätte er sich nur noch mit Dame C1 retten können. Na gut, aber spannende Partie, erste Runde, da machen alle Fehler. Du, ich, ihr alle. Nur Fehler. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber eigentlich sind wir ja dadurch stark im Vorteil, weil für euch ist es ja immer die erste Runde. Also wir haben eigentlich nur Erstrundengegner, sind aber selber im Optimalfall schon ein bisschen eingespielt. Und wieder mit Schwarz. Noch 38 Punkte bis zur 3000. Ne, die wollen wir gar nicht haben. Weil die 3000 ist verflucht. Zu deinem Fluch belegt. So. Habt ihr euch das gewünscht? Grünfeld, Wolga, Tarasch. Mal gucken, wie das funktioniert. Auf G3 funktioniert davon Tarasch. Richtig? Nimmt man den jetzt raus? Ich hab keine Ahnung. Du hast mich das letzte Mal auch schon gefragt, was man war das nicht auch gegen Ericsson? Oh, ich habe keine Ahnung, was er macht hier wieder. Ach, war das die, hatten wir das nicht schon ja, mal? Ja, sag ich doch gerade. Oh. Hast du mich auch schon mal gefragt und hast schon vermutet, dass du es falsch gespielt hast und irgendjemand hat dir, glaube ich, sogar gesagt, wie man es richtig macht. Ah, wie macht man es richtig, Leute? Ich glaube, jetzt ist schon das Kind in den Brunnen gefallen. Oh, Mann. Okay, wenn ich jetzt A6, B5 mache, kann ich den Bauern vielleicht halten, aber er macht natürlich A5 dann auf A6 und dann wird hier gar nichts mehr gehalten. F6 sieht auch ein bisschen komisch aus, ne? G5, bringt das irgendwas? Vielleicht. Obwohl, den kann er auch nehmen und dann kann ich nicht nehmen wegen Läufer F4. Unangenehm. Er kommt gleich da rein. Ich muss dann mal... Oh Gott, B6, Läufer A6, dann kommt Läufer C6. Wie mache ich das hier? Ja, ein Trauerspiel. A5, Springer, B6 kaufe ich mir nur ein bisschen Zeit, ne? Zu Lasten dieser Felder. Ja. Aber ist das spielbar? Ne, das sieht furchtbar aus, ne? Was ist denn mit B6, Läufer B7 oder hattest du den schon verworfen? Ja, dann kommt er auch da schnell rein, gehüpft. Gut, aber Springer D6 ist ja jetzt nicht dein größtes Problem, oder? Also das kannst du ja auch nicht verhindern. Na gut. Läufer A6, kommt Läufer C6, Turm D8, Läufer B5, stehe ich auch schlecht. Na gut, dann sei es mal so. Ja, dann kann natürlich auch gut A5, A6 spielen. Ja, die Eröffnung ist schief gelaufen. Tarasch ist es nur, wenn er C4 spielt. Boah. Okay, ja. Habe ich jetzt irgendeinen Wunsch erfüllt damit dann eigentlich? Also für mich war es ja Tarasch, ne? Ja, so halb, weil ich mit D5, C5 spiele. Ja, aber du hast meinen Pöcker nicht abgehakt. Das habe ich Verzeihung. Nämlich gespielt. Okay, ich muss mir hier ein bisschen was schaffen an Luft zum Atmen. Ja, es ist nicht schön, die Stellung, weil ich auch den König ja gar nicht aus der Mitte kriege. Ah, Mann. Ich zitiere Fabi. Es sieht sehr komisch aus, was du da spielst. Nein. Fabi, hab etwas Hoffnung. Vertrauen wollte ich extra nicht sagen, ne? Okay, Springer F6 zögert man heraus. Okay. Ja, ich werde versuchen, das umzusetzen. Okay, jetzt macht er so. Ist natürlich machbar, ne? Okay, Turm D8, Läufer B2, Läufer E7. Okay, gleich Läufer E7 machen. Was machst du denn auf Springer D6? Den rausschlagen oder was? Musst du ja auch. So, das hat er jetzt natürlich gewusst. Weil ich weggehe, macht der Springer B7, also muss ich schlagen. König E7.
Und dann habe ich jetzt natürlich Probleme mit Allem eigentlich. allem. E5 könnte eine Möglichkeit sein, aber dann, ich bereite das mal vor mit Läufer, mit Turm irgendwo hin, hier hin. Tu so, als ob ich trotzdem Springer B8 machen will. Warte auf E4 und spiele dann E5. Wieso musstest du jetzt Turm F8 dafür spielen? Nee, ich musste nur abwarten. Ach so. So, und jetzt geht's doch rund hier, oder nicht? Achso, Turm E6. Naja, gut, halb Ist so aber wild. nicht schlimm. So. Ja, das letzte Mal hast du schon so ein schönes Springer gegen Läufer-Endspiel Jaha, das wird heute nicht wieder gewinnen geschehen. lassen. Achso, wieder nehmen, sollte ich pre-moven. Ich denke, dass ich das zumindest nicht verlieren muss, dieses Endspiel. Ja, jetzt hast du zumindest nicht mehr diese Bauernprobleme, dass alles hängt. Das ist der gedeckt. Okay, und jetzt müsste man natürlich gut in Endspielen sein. Oder einfach machen. Springer A5. Kann ich mir das erlauben oder ist das zu viel des Guten? Springer A5, G5. König E7, G6. Nimmt. Halte ich eine Weile lang aus. Aber nicht so lange, Pass ne? ein bisschen auf deine Zeit auf. Das ist der Ratschlag, den ich dir geben kann. Springer D4 wäre wahrscheinlich nur Remis. Ah, erstmal den. Dann weiter überlegen. Springer D4. Nimmt. Oh je, dann mit G6. Sieht irgendwie gefährlich aus. Okay, dann gehe ich erstmal hier hin. Ah, das könnte smart sein, Deine eigenen Grundzüge kommentierst, aber gut, ist ja auch Sinn und Zweck des ne? Geschwätzblitzes. Aber das könnte es mal Ja. sein. Ja, ich glaube allerdings, mehr als Remis ist, wenn er optimal spielt, nicht drin. Gut, das ist ja jetzt auch nicht schlimm, ne? Ja, das stimmt, das erinnert direkt an die Frauen-WM. Mal gucken, ob ich noch 50 Züge schaffe mit meiner 1 Stunde, 1 Minute 22. Na gut, wenn er schlägt, kann ich wieder nehmen. Ah, Pre-Move, kein Ding. Könnte er versuchen reinzulaufen mit dem Ah, König? der war nicht dumm. Der war nicht dumm, der Zug. Verhindert Springer A5. Ja, vor allen Dingen hast du doch. Ja, genau. Oho. Ob es gut ist, werden wir sehen. Na doch, du kannst auch damit C4 durchbrechen. Ja, vielleicht. Also erst Springer D4, ist das Bauernendspiel nicht jetzt schon? Und jetzt wird es ja gar keins. Ah, er ist schnell genug, mir da einen Schach zu verpassen. Was spricht gegen Springer D4? König H5. Obwohl, das spricht gar nicht dagegen. Das ist Quatsch. König H5, schlagen, G6, nimmt, König G8 und damit sollte ich schnell genug sein. Huiuiuiui. Ja, Prom Night. Ja, da sagt sein Name auch schon, dass du Springer magst. Na hier, lass ihm kein Tempo schenken. Ich bin nicht gekommen, um Er Tempo zu könnte gleich verschenken. beim König nach F5 dann, aber nee. Ist ja eigentlich schnell. Der Springer ist ja jetzt auch zur Stelle. Ja, das sollte schnell genug sein. Seitdem hat noch irgendwelche ekligen Ja, Matt. König F4 halt muss so ein bisschen aufpassen, also dass er schnell nach F6 dann gelangt. Gott, ey, sowas noch zu berechnen dann. Pfui! Aber du hast ja mit dem Springer auf C3 dann ja immer das Schach. Okay. Nee, auf König F5 kann ich auch König G7 machen, oder? Obwohl. Schach, zack, nehmen. G7 schlägt, König F7, Springer D6, König F8. Na, auf direkt König F5 kannst du doch wirklich auf C3 nehmen, Naja, oder was? naja. Also als nächstes droht ja noch nichts, ja.
Noch. Sage ich jetzt einfach mal, dass noch nichts droht. Schach, schlagen, er muss zurück. Ja. Spiel schnell auf jeden Fall. Ja, mache ich. Ja, jetzt sollte es ja reichen. Hei, hei, hei. Knappe Kiste, aber nette Partie. Danke dafür. Ja, ich glaube, F5 war ein schwerer Fehler. Also nicht, dass objektiv die Stellung dann auseinanderfällt, aber nach F5 kann ich mich hier befreien. Der Läufer greift nichts mehr an. Wenn geschlagen wird, kommt Springerstieg, dann kann ich mich so einigermaßen befreien. Ist wahrscheinlich nach dem Abtausch ein Remis ins Spiel. Vielleicht stehe ich auch ein bisschen schlechter, aber dann ist, glaube ich, sollte Remis sein. Ich glaube, das Beste wäre gewesen, hier zu warten. Stellung verbessern. Ich kann nämlich nicht wirklich nehmen. König F3 oder sowas. Und Springer C8 scheitert ja jetzt auch daran, dass die Türme getauscht werden und der E5 weg ist. Ich glaube, das wäre super unangenehm gewesen. Ah, aber guck mal, wir hatten einen Vorschlag nach F5. Geh mal weiter, F5. Und dann, was hast du gespielt? Springer, jetzt Läufer schlägt E5. Das geht, glaube ich, wirklich. Ja, was ist denn das? Nee, das ist eklig. Das war, aber es geht, ne? Oh Gott. Ich glaube, Fabi hatte das vorgeschlagen. Oder ja. Ja, das ist natürlich ganz was Mieses. Kannst du ja nochmal zeigen, damit so. Wir alle nachvollziehen. Schön, aber da war ja eine schöne Taktik, ne? Ja. Das hat man irgendwie nicht so auf dem Schirm, aber... Okay, ja, das ist... Puh. Okay, wenn dieser taktische Einschlag nicht geht, dann ist, glaube ich, wirklich das Endspiel schwierig für Weiß, würde ich sagen. Aber ja, Läufer E5, okay, wunderschön. Aber wer sieht das im Blitzen? Keine Ahnung, Fabi. Fabi, aber, ja. Gut. Naja, aber spannende Partie. Ja, wohl, glaube ich, auch eine hochwertig interessante Partie. Und die Eröffnung gucke ich mir definitiv nochmal an. Ach, Torjäger hat es vorgeschlagen. Ja, Torjäger ist natürlich unser... Mit Fabi zusammen Monster. Ja, Taktikfuchs Nummer 1 hier. Sollte sich eigentlich mal umbenennen. Taktikfuchs 6, Nummer 1? Nein. Ja. Nummer 1a. 10, und 11. Taktikfuchs Nummer 1b. Ja. Aber wir haben noch mehr starke Taktiken. Also damit wir ein bisschen was abhaken, gönne ich dafür jetzt? Mal Tarasch. Jetzt kannst du schottisches Vier-Springer-Spiel, Bertramisch, Philidor mit Weiß. Ich weiß nicht, wie du da anfangen würdest, mit Springer F3 wahrscheinlich, dann D3 oder so. Ich versuch mal. Larsen-Eröffnung, Grobangriff, 10. 10 Sekunden. Ja, das mache ich im Bertramisch. Das versuche ich im Bertramisch. Ich versuche mal von oben runter, schottisch. Okay. Ein Versuch, schottisches Vierspringerspiel. Das wird abgehakt, weil wir können nicht so oft E4 spielen, ohne die anderen Wünsche dann das zu ignorieren. Das ist ja aber gemein, das abzuhaken, dann musst du es einfach freilassen. Na, dann muss es ganz nach oben geschoben werden, aber in dem Fall kommt es auch nicht mehr dran. Ganz nach unten geschoben werden. Also kann man es doch abhaken. Nick, E5 bitte. Machst du das auch immer so mit deinen To-Do-Listen, ja? Ach, konnte ich leider nicht, weil ich bin eingeschlafen. Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Naja, ich hake es ab. Weil wenn ich es nach unten schieben würde, würde ich es ja auch nicht mehr schaffen. Ich sehe hier. Das ist voll die Logik. Das ist gutes Tunneln von Aufgaben. Und erklärt natürlich Aufgaben, auch ja. Die mangelnde Weihnachtsplanungserfolgsgeschichte. Quatsch. So, Mick, was ist los hier? Ja. Ich möchte spielen. Oh, Mick spielt. Leider nicht das schottische Vier-Springer-Spiel, in dem wir große Experten sind. Hätten wir euch gern gezeigt, aber das muss dann ein andermal passieren. So. Neidorf. Ui. Nee, das ist kein Neidorf. Ach nee, Paulsen, ja. Deswegen habe ich mich auch so über B5 gewundert, weil ich den Bauern auf D6 gesehen habe. Da habe ich mal eine schöne Partie gewonnen bei einer deutschen Meisterschaft. Da hat bei den Jungs einfach ein Mädel mitgespielt. Ich? Ja. Ach so, ja, mit Dame G4. War eine gute Vorbereitung von Carsten Müller damals. Da hat einfach ein Mädel mitgespielt. Ja, bei den Jungs war es. Ist das Mädel nicht sogar vor dir gelandet? Weiß ich nicht. Ich habe nächstes Jahr versucht, mich bei den Mädels anzumelden. Das wurde irgendwie nicht durchgewunken. Ich weiß nicht, das ist sehr eigentlich nicht fair. Wie lässt sich das mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz vereinbaren? So von deinem Gefühl her. Von eurem Gefühl her. Naja, das ist halt ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite kann man zu Recht argumentieren, Kann er jetzt nicht B4 machen so, mit ja, dem Bauern? Ja, wenn du mich aber hier auch so ablenkst. Mit solchen Themen, ui. Ja, also auf der einen Seite kann man zu Recht argumentieren, dass
wenn die Mädels immer eine Sonderbehandlung bekommen, das ja nicht wirklich Inklusion ist. Nennt man das Inklusion? So? Muss man Frauen etwa... Naja, es ist eine Minderheit im Schach. Es ist ja einfach so. Es spielen 7%... Oh, jetzt habe ich hier Mist gebaut. Schon wieder wegen dir. Ich muss matt setzen, es hilft nichts. Okay. Also es spielen, das ist ja nur einfach mal Fakt, dass ganz wenig Mädels Schach spielen. Korrekt. Und das möchte man ändern. Korrekt. Turm F3 vielleicht? Dann Springer C3. Dann muss es aber klappen mit dem Einschlag. Aber dann auf König H8, was mache ich dann? Dann machst du Turm H3 und ist nicht mal Dauerschach. Ja. Vielen Dank für diesen wertvollen Hinweis. Gerne. Schwierig, schwierig. Ich könnte natürlich eine Qualität opfern. Auf Springer C3 einfach wieder schlagen. Aber ich glaube, es ist nicht genug, oder? Na, wahrscheinlich nicht ganz, aber du kannst es natürlich trotzdem probieren. Ich muss auf jeden Fall spielen. Dann mach doch einen Pre-Move. So, also ich stehe, dass man so den Frauen dann immer so Sonderpreise und Extraturniere und so auch ein bisschen kritisch gegenüber. Auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie eine Form der Motivation. Oh, jetzt geht Springer F4. Also irgendwie kann ich nicht gleichzeitig versuchen, ja, so ein kritisches Thema kompetent zu beantworten und gleichzeitig noch Schach zu spielen. Das geht einfach nicht. Ja, Fabi fasst das ganz gut zusammen. Immer so 10 Sekunden reden und dann wieder über die Stellung aufregen und Nico beschuldigen. Ja, das, genau das tust du. Oh, Matt. Matt, juhu. Oh, ein Geschenk, Mick. Du hast ein Geschenk ausgelegt. Aber gleichzeitig meinen Kopf aus dieser Schlinge befreit. Dafür danke ich dir. Sonst hätte ich natürlich die Schuld getragen an dieser Niederlage. Selbstverständlich. Was aber wage ich es auch zu schwätzen? Aber ist natürlich mein Verdienst. Ja, Fabi, ja. Hier geht, also Schwarz steht wahrscheinlich... wunderbar, vielleicht geht Läufer H4. Gut, Läufer H4 muss von Dame E4, ist vielleicht noch nicht ganz ohne. Und ist vielleicht sogar ziemlich krass. Ja. Uiuiui. Springer F6 geht noch. Springer F6. Was? Nach Dame E4. Oh Gott. Nee, dann hängt aber was. Ach, dann hängt der Läufer. Okay. Ja. Glück gehabt. Eieiei. Na gut, aber trotzdem, die Eröffnung, Mick, das Duell hast du gewonnen. Vielleicht hätte man hier noch ein bisschen optimieren müssen, aber es ist nicht so leicht. Ja, aber kein Wunder, wenn ich erst dachte, das wäre Neid. Aber es ist schon ein Angriff, aber vielleicht kann man sich G5 erlauben und Weiß kommt nicht so wirklich weiter. Bin ich mir nicht so sicher. Sehr spannende Stellung. Ah, Dame schlägt der 4. Puh. Dann wahrscheinlich Mick, der einfachste Rat, wahrscheinlich nehmen und Läufer schlägt F3. Sollte objektiv sehr gut sein für Schwarz, aber gut. Ist immer noch Fuddelei im Blitzen, das ist halt so. So, jetzt kann ich mich ja nochmal auslassen über das Thema. Ja, das wollte ich nur anstoßen. Also und, ich habe ja auch mit den Challenges? Relativ... Ach, das ist jetzt die Freundesliste. Ich dachte, was ist hier denn los? Ja, angenommen, wir sind alle Freunde, aber jetzt muss ich die 3 auswählen. Dachtest du, oh, gegen mich wollen nur 2 Leute spielen? Nee, da war ja eine ganze Liste von Leuten. Ach so. Aber das waren alles nur... Freunde! So, Shin Jung Min. Alles klar. Und einige Wünsche auf E4 unter anderem. Ja, einfach mal E5. Das ist ein bisschen einfacher als alles andere, deswegen ist es abgehakt. So, und jetzt kommen Rainers Klassiker. Was ich mir auch noch angucken wollte, war von Jan bei Chessable sein neuer Kurs. Ich glaube, das ist aber eher für die Profis unter euch. Der ist sehr umfangreich. Soweit ich das überblicken kann und überblickt habe bisher, ist der auch sehr gut. Aber boah, ey, so viel Zeit für Eröffnung muss man erstmal haben, ne? Also. Ja. Und so viel Muße natürlich, sorry, die habe ich nicht. jetzt macht man erst D6, dann kommt C3, dann kommt Rochade. Kenne ich doch alles.
Standard. D6 macht man übrigens, das habe ich jetzt auch endlich mal verstanden. D6 macht man zuerst. Ich habe mich früher immer, ich habe ja schon mal ein Buch zu E5 gelesen, ne? Dann immer so, ja, oh, was war das, Rochade oder D6? Oh Gott. Aber D6 hat einen Grund. Dann kann ich auf A4 beispielsweise Läufer D7 spielen. Das ist smart, das in der Reihenfolge zu spielen. So, jetzt kommt er dahin. Das nennt sich auch Briar. So, darf ich jetzt weitererzählen? Ja, aber Torjäger, ganz kurz, Springer schlägt C3, Läufer schlägt H7, muss halt nicht König schlägt H7 kommen, es kann dann doch König H8 kommen. Du darfst weitererzählen, ich unterbreche dich nicht. Genau, mehr. Ich wollte nur berichten von meinen Erfahrungen mit dem Mädelstraining. Ich war eine Zeit lang Mädchenreferentin bei der deutschen Schachjugend und habe da auch recht viel so mit Mädels zu tun gehabt, in Trainingscamps beispielsweise. Und da hat man schon immer das Feedback bekommen, dass es gerade für die jungen Mädels halt schon immer auch nochmal ein Highlight ist, wenn sie dann andere Mädels beim Schach treffen, weil das eben wirklich eine Seltenheit ist. Brain, du hast das auch geschrieben, du bist die Einzige bei dir im Verein. Und so ist es halt in vielen Vereinen. Und wenn man dann gezielt Turniere für Mädels ausrichtet oder irgendwelche Trainingscamps beispielsweise, dann motiviert das die Mädels halt nochmal dran zu bleiben, weil sonst hören eben auch die paar Mädels dann schneller auf, wenn sie halt dann nur mit Jungs zu tun haben, was in nicht jedem Alter auch so spaßig ist vielleicht. Mit Jungs zu tun zu haben? Ja, ich wurde früher auch immer geärgert. Bis ich dann gewonnen habe gegen die Jungs und dann waren sie ruhig. Aber am Anfang, ne, wenn man so, weiß nicht, 10 ist oder so, sind die Jungs halt blöd. Ja, ärgerlich. So ist das halt. Ich antworte wieder zwischendurch auf Torjäger. Wenn Turm H3 kommt, dann geht, glaube ich, Springer schlägt. Wo steht deine Dame? E2? Und Läuferabzug ist kein Dauerschach. Achso, das hatten wir doch gerechnet. Weil Läufer H4 kommt. Ja. Das ist so ein Motiv. Es gibt das... im spanischen Abtausch gibt es so eine Remis-Variante mit Damenopfer, die so Remis ist. Aber bei uns wäre das, glaube ich, nicht. Wer will denn auch Remis? Aha, wir natürlich nicht. Wir wollen siegreich sein. So, aber wie sind wir siegreich? Ist nicht so leicht. Springer C5, ja, das kann man mal machen. Und aktuell ist es halt auch noch so, dass es einen Leistungsunterschied gibt zwischen den Frauen und den Männern. Und wenn man jetzt komplett die Frauenpreise und Frauenturniere abschaffen würde, dann würde wahrscheinlich ein Mädel im Leben nie was gewinnen. Ein bisschen hart gesprochen, aber dann hätte auch ich nie irgendwelche Erfolge gehabt. Klar. Naja, aber halt auf ganz anderer Ebene, ne? Und das ist ja dann auch nicht motivierend. Also deswegen ist es ein sehr, sehr schwieriges Thema, finde ich. Und es gibt Argumente für alles, wie immer. Ja, ich glaube, das muss jetzt mal sein, um Läufer G5 rauszunehmen. Sonst, es wird unangenehm. Ja, okay, Train Your Brain versteht dich. Ja. Aber ich habe mal gehört, beim Schach, da wurden Kinder ärgern auch andere Jungs, ne? Ja, natürlich. Wird immer wer geärgert. Die Mädchen ärgern vielleicht auch die Jungs, aber es ist halt schöner, wenn man dann... Die Mädchen ärgern auch die Jungs, jetzt kommt's raus. Aber das geht raus. Halt ja nur, wenn man mehrere Mädchen ist. Ein Mädchen ärgert nie alle Jungs. Nein, das ist schon voll schwierig. Aber muss man ein Mädchen kann einen Jungen ärgern. Naja, aber erlebe der Junge ich doch ruft täglich. Dann... aber du bist ja auch alleine, du hast ja nicht deine anderen Schachspielerkumpels hier. Ja, ich muss euch mal einladen. Die dann immer hinterm Sofa hervorspringen. Ein bisschen Unterstützung, ein bisschen männliche und Unterstützung. Helfen, aber anderen. Wenn du jetzt so als einsames Mädchen in einem Schachverein bist, hast du ja keine Chance. Außer eben, du wirst so gut und verdienst dir den Respekt am Schachbrett. Aber das ist halt dann schon schwierig auch. Okay, Respekt. B3 machen? Oder ist das Quark? Quark, ne? Oh, ich kann ja mit dem Springer nehmen am Ende, dann ist er hier, dann ist ja Deckung auf D6 angesagt. Das ist ja was Feines. Aha. Ich dachte, den schnabuliere ich. Crom Knight, ich bin da ganz auf deiner Seite. Ich finde,
Endspiele weiterzuspielen, die vielleicht objektiv Remis sind, aber eben praktische Chancen beinhalten, die kann man auf jeden Fall noch weiterspielen. Und da, das beweist sich ja auch immer wieder, dass sich das lohnen kann. Also ich hatte auch mal ein Turmspringer gegen Turm-Endspiel gegen Großmeister. Der ist, hat sich aufgeführt wie so ein Gockel, ist die ganze Zeit nicht am Brett gewesen, hat sich beschwert lautstark, dass ich das noch weiterspiele, und am Ende habe ich ihn matt gesetzt. Also ich meine, das, man kann es ja auf jeden Fall noch probieren, ne? Und ich meine, heutzutage ist es ja auch meistens nicht mehr so, dass es dann, dass die Zeit dann ein kritischer Faktor ist. Das, finde ich, ist nochmal was, wäre eine bisschen andere Situation, wenn man sowas dann auf Zeit spielt, sage ich mal. Aber auch das, Zeit ist ja auch ein wichtiger Faktor im Schach. Und ja, also ich finde, man kann sehr viel noch sehr lange weiterspielen, ohne dass es irgendwie unverschämt ist. Ja, immer. Ja, danke für die Partie, war spannend, war, ja, es ist halt nicht einfach für Weiß, C5 spielt halt keiner, ist aber eigentlich mittlerweile ganz früher als schlecht, ist aber rehabilitiert worden durch die modernen Engines und eine Empfehlung von unserem guten Rainer, deswegen habe ich das mal gemacht. Ja, und auf Springer F1, das ist einfach, hat man recht schnell einen Ausgleich hier, wie ihr gesehen habt, also war eigentlich ganz bequem. Gut, bist du bereit? Ich bin bereit. Allzeit bereit für die Nummer 15. Seht ihr, ich kann nicht im Ansatz so gut singen wie David. 9, 12, 13, 14, 15. Da ist er, der Fabi. Ach, der stand doch ganz oben und dann war das quasi die... Richtig. Du kannst spielen Happy Hippo, Französisch. Kann ich gegen Fabi auch... meine Sache. Ja, kannst du auch. Wollt ihr das mal sehen? Aber er kennt das. Klassischen Sizilianer kennt er gut. Du kannst auch mal. Ich kann ja auch was anderes spielen. Kannst du E5 gegen ihn spielen? Nee, ich überlege mal. Skandinavisch. Ich spiele mal. Jetzt kommt's. Ich spiele mal. Philidor. Philidor. Gucken, ob ich da die Theorie noch zusammenbekomme. Jetzt weiß ich jetzt schon nicht D4 mehr. Schlag ja. Ist die Empfehlung von Ilja. Sonst hätte so, hey, das geht halt schon gar nicht. Ja. Also geht natürlich noch, ist noch nicht direkt gewonnen, aber ist, glaube ich, schon eine Ungenauigkeit von Weiß. Ja, das stimmt. Deswegen muss man hier mit der Dame schlagen. Deswegen heißt es ja auch Funky Philidor. Ach, ich habe auch schon mal Dame gegen Dame und Bauer gewonnen. Passiert. Witzige Geschichten. So, was macht man denn jetzt? Das kann ich rausnehmen, oder? Und jetzt direkt noch C4? Ja, ne? Ja, würde ich machen. Dann gewinnst du doch mit Dame D7 schon Bauern. Obwohl, willst du den wirklich nehmen, dann wird dein Läufer da so... Ja, ich glaube, ich rochiere lieber. Ja. Mir ist meine Königssicherheit wichtiger als so ein... Jetzt Bauer D5, hier. Oder? Sieht doch eigentlich gut aus. Okay. Jetzt darf ich eigentlich vorgehen, oder? Ja, weiter. Meinst du nicht? Doch. Und auf. Tja, sowas habe ich nicht gehabt. Aha, vielleicht Dame B6. Wenn du dich denn überhaupt so quer hinstellen musst, ne, könntest du ja wahrscheinlich auch normale Sachen machen. Ja, ich dachte, ich will dem B7 vielleicht auch mal Perspektive stecken. Ja, aber gefällt mir gut deine Stellung. Springer E4 kann man rausnehmen. Ich glaube eher Springer D5, oder? Wenn du jetzt nimmst, hängen zwei Bauern. Muss nehmen. Muss ich mir danach überlegen, was ich mache. Aber ich habe keine Chance. Ich könnte C3 spielen. Ach nee, doch. Ah doch, C3 geht auf jeden Fall. Aber danach ist meine Bauernstellung blöd, aber ich verliere zumindest keinen Bauern, glaube ich. Oh Mann, das ist voll traurig. Das war eine
Total gute Stimmung. Das okay, hilft nicht mir jetzt nicht Traum. Weiter. Also Gott, wirklich, wie, du, wie kontraproduktiv ja. du manchmal bist. Ja, wird nicht mehr getrauert. Aber ja, ich hätte mir auch mehr erhofft, aber so ist das halt nun mal gerade in der Blitzpartie. Torjäger sagt Springer D5, Weiß steht besser. Wann? Na gerade nach Springer D5 ach war so. Ja auch so. Ja, richtig. Okay. Okay. Vielleicht eher Dame A6 sogar noch, oder? Sonst kommt Dame C7, Dame D7. Ist ein bisschen lästig. Wie soll denn die weiße Dame nach C7 gelangen? D7. Okay. Ja, dann nimmt er am Ende auf D7. Ja, ich auf F. Okay. Ich habe gerechnet. Ja, das machst du immer. Das machst du hervorragend. Nee, aber zumindest habe ich die Schlagzüge geprüft, bevor ich das gespielt habe. Gut, das ist ein wichtiger Anfang. Naja. Ja. Mit so einem weit vorgerückten Bauern wie auf C3 das kann man immer noch versuchen, ja, was genau. zu erreichen. Also wenn man das mal schafft, mal einen Turm auf D2 reinzustellen oder auf B2, kann man vielleicht sogar auch was für opfern. Ne? Also vielleicht kann man noch auf Dame B7 sofort Turm B8, Turm B2 spielen. Dann Bauern opfern. Obwohl Dame E4 ist eigentlich zu gut, ne? Ich hab dir gerade nicht zugehört. Aber ich gebe Torjäger recht. So, ein bisschen auf Mattgeschichten muss ich aufpassen. Aber ich kann... Jetzt drück ich. Warte mal. Warum macht den Mann noch nicht? Kannst du nicht auch Turm E8 spielen? Mit der Idee, dass... Turm C3 nicht geht wegen Dame E5? Und dann drohst du Turm E2? Also ich drohe nicht Turm E2, weil mein Turm hier hängt. Aber bald. Und Turm F3 ist auch immer unangenehm. Na gut, obwohl du dann vielleicht den C2 nehmen kannst. An einem frechen Tag. Ja. So, achso, was hast du jetzt geplant? Jetzt muss man was Cooles machen. Sowas vielleicht wie... Ah, Turm B8 geht nicht. Es droht, Dame schlägt A8 für dich. Ja. Als Info. Ja. Ja, dann macht doch Turm C8 erstmal. Turm AC8. Denn dann habe ich jetzt meinen Bauern hier verloren. Ja, Turm FC8 wäre gar nicht gegangen, weil Turm schlägt C3 trotzdem kommt. Wie Torjäger gut gespottet hat. Ah ja. Weil der A8 hängt. Aber jetzt spielst du auf Gegenspiel. Ja. Ach so, nur Turm E2 geht gar nicht. Nein, Turm natürlich D8. Nicht. Okay, das heißt dann erstmal H5. Matt setzen. So, und dann geht's weiter. Alles gut. Jetzt bist du frei, agil mit den Türmen, bereit für jede Schandtat. Aber hier, Torjäger hat richtig angemerkt, dass man sich nicht um vergangene Stellungen trauern soll. Jetzt aber Turm E2, oder? Denn jetzt? Kannst du jetzt nicht auf C2 nehmen? Dame schlägt C2? Ja, ich rechne. Dame D5 wäre auch denkbar, aber muss ja nicht. Ja. So, Turm F8 wahrscheinlich. Turm D2 ist eine Drohung, oder nicht? Ist nicht zu verachten, die Stellung. Finde ich. Finden wir alle. Schlag D3. Stand da was? Was steht auf D3? Wahrscheinlich. Ach so, vielleicht mal so ein Turmopfer, ne? Aber. Aber das gibt nicht. Das verliert den Bauern. Schade. H5 im Zweifel. H5 und dann. Also du weißt, was ich meine, ne? Wenn ich so einen Unsinn erzähle, wenn ich...
Was die Idee hat, drei? Ja, sein König schwächen, ihn einfach ein bisschen Unwohlsein verpassen. Wenn er sich zu König G2 genötigt fühlt, hat man Dame E4. Man könnte auch dann H3 spielen. Ah ja, die Dame kann ja nicht nehmen, ne? Mhm. Ja, dann. Und dann auf F2 schlagen. Oder? Ja, schön. Also ich weiß nicht, es hat wahrscheinlich gar nicht viel gebracht. Na, warum C2 geht er jetzt? Gut, aber der ist... geht nicht. Ja, okay, also tauscht ab, aber... Also... Ach ja, so. Der. Aber du kannst halt jetzt noch Dame schlägt G3 oder Dame schlägt H2 spielen. Dame schlägt H2 ist vielleicht sogar öffnet seine... Was öffnet den König mehr? Ne, Dame G3, ne? Ja, Dame G3. Dame holen. Pre-Move. Aber viel habe ich jetzt nicht gekonnt. Naja, aber da ist doch noch was drin. Oder bis nach E1. Das droht wenigstens was. Ja, das droht auch was. Achso. Gut. Dann will ich nichts gesagt haben. Ja. Wird das irgendwas? Dame C8. Aber Dame F5 kommt dann. Ja, aber dann hast du ja weitere Schachs. Dann kannst du ja erstmal, dann kannst du ja auch Dame C7 spielen irgendwann, wenn du noch Schachs gegeben hast. Aber mach mal auf Zeit hier. Also. Aber Turm F3 hilft eher. Dame nicht. C7. Ich kann auch hier nochmal. Das bringt dich, glaube ich, nicht weiter, aber so ist es unangenehm für ihn. Ach ja, jetzt drohe ich hier Turm H6. Ah, leider doch nicht. Oh. Nee. Ja, mach doch mal, Schatz, ein bisschen auf Zeit. Dame ja, C6. Ist ja gut. Du musst mich jetzt bitte hier nicht... Und dann Turm H2. Das war nicht so schlimm. Du machst das schon. Bisschen schneller. Ah. Oh Gott, war das knapp. Ich habe so schwitzende Hände. Ja, im Flecken bin ich nicht gut. Oder beziehungsweise, es ist ja kein Flecken, wenn man eine gute Stellung versucht zu gewinnen und dabei nicht auf Zeit zu verlieren. Ja, ich meine Pre-Moves und das... Aber du hast es mit 2,8 Sekunden bei einem Zeitvorsprung von, ich glaube, 17 Sekunden. Und hast vor allen Dingen den Stellungsvorteil von der Dame. Von einem Dame. Oh. Okay, spannend. Eine Sache wollen wir aber bitte schnell nachgucken, nämlich einen Vorschlag von Schelling, der gesagt hat, statt Turm F8 ging vielleicht, wahrscheinlich sogar, hm? So, und jetzt C2. Es muss Dame C1 kommen. Ja. Und dann kommt Turm D2. Ja, das sieht gewonnen aus, ne? Oh, elegant, elegant, elegant. Schön. Ja, das haben wir ja übersehen. Dann hätten wir keine Zeitprobleme bekommen. Warte mal, was ist mit Turm E3? Das ist ja noch nicht, aber... So, so, so. Ach so, so, ja. Schön, schön gesehen, Schering. Ja, das wäre was gewesen, ne? Naja, ansonsten ja, spannende Partie. Und der C3 war. Ich habe nie gegen Fabi gewonnen, glaube ich. Hast du mal? Gefeiert. Sehr schön, ja, feiert es mal. Nein, ich mich. Ach so, der Chat kann dich auch feiern. So, schon schön. Okay, und wir machen weiter mit der 9. 6, 9. Das ist der Prom Night. Der die Springer liebt. Und ich spiele Bertramisch. So, erledigt. Achso, das Schöne am Bertramisch ist eigentlich, dass du Springer C3 gerade im Bullet, im Blitzen immer pre-moven kannst. Ja. Egal was kommt, kannst du einfach machen. Manche spielen dann C5, ja okay, dann spiele ich mehr oder weniger ein komisches Skandinavisch mit Weiß, ne, aber auch okay. Ich mache das manchmal mit Dame A4, manchmal mit Dame D3. Es hat den Vorteil, dass Schwarz dann immer denkt, hä, was ist das denn für ein Unfug und will das dann direkt bestrafen und überlegt, aber das
gibt halt nicht so viel zum Bestrafen. So, und das ist so ein, sag ich jetzt mal, typischer Bertramisch, wie er häufig kommt. Im Bullet. Im Bullet, im Blitzen. So, und hier ist, glaube ich, A4 ganz vernünftig. Aber das, naja, wieder zurück. Ach so. Ihm sagen, hau ab, du hast hier nichts verloren. Ein bisschen reinschlüpfen in den Computer, um zu sehen, was hier los ist. Aber zumindest ist der, genau, der muss sich bewegen. Und dann A5 könnte ich hier, oh ja, das ist eigentlich schön. Jetzt, ich mache A5, um zu verhindern, dass er das hier allzu dicht macht. Ich werde jetzt den Läufer relativ passiv wieder zurückziehen und mich auf den Standpunkt stellen, dass sein König doch deutlich unzufriedener ist als meiner. Ich könnte noch kurz rochieren, zusammen mit E4, weswegen auch schon der nächste Zug für ihn recht schwierig sein sollte. Also vielleicht Dame E7 kann man machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Stellungsöffnung ihm nicht so gut bekommt. Bin mir nicht ganz sicher. Das ist irgendwie schwierig, Züge für ihn zu finden, ne? So schwierig, dass vielleicht die Verbindung abbricht. Vielleicht irgendwie sowas wie B6 oder so, keine Ahnung, versuchen da eine Klärung herbeizuführen. Ah. Ich hab dich was gefragt. Ah, warte, ja, Flinsbacher, Dame D2 oder Dame B2, Dame D2? Oh, komm, Turm D3, du hast wahrscheinlich recht. Was herbeiführen? Entschuldigung, ich B6 und deine Klärung herbeiführen. Ja, aber dann ist die Rochade da auch abge. Ja, aber ja, deine auch. Aber ich kann ja noch kurz rochieren, er darf ja nicht mehr. Ja, ich kann ja dann meinen König nach G7 stellen. Ja, das mach mal. Ja, wir freuen uns aufs Simultan. Ja, Simultan sind immer eine spaßige Angelegenheit, eigentlich so für alle Beteiligten. Zumindest aber für uns. Ich hatte mal ein schreckliches. Also, das war so ein Uhrensimultan, ja, ne? Das ist manchmal schrecklich. Das war für mich so ein, ich habe da wirklich ein halbes Trauma von weg, weil das war irgendwie, es ist mir so negativ in Erinnerung geblieben, also nicht jetzt aufgrund der Teilnehmer, aber einfach die Zeit war zu wenig oder ich war zu langsam, das irgendwie eine Mischung davon wird es gewesen sein. Und am Ende, ich habe einfach alle Partien quasi verloren, weil dann auch keiner aufgegeben hat, auch wo ich halt Damen und so mehr hatte. Und ja. Das war irgendwie, das fand ich dann halt auch nicht schön, weil Sinn des Simultans ist ja jetzt auch nicht, also weder von meiner Seite, die Teilnehmer fertig zu machen. Nicht? Nee, also halt irgendwie fair gewinnen, wenn es geht, aber wenn es halt nicht geht, dann ist es halt Remis oder man verliert auch mal eine. Das ist ja auch völlig normal beim Simultan. Aber ja, es sollte ja irgendwie eine Begegnung mit Spaßcharakter sein. Was ich mal hatte, war, also das machen wir beide ganz regelmäßig, dass wir sagen, also wir bestehen nicht drauf, überall weiß zu haben an jedem Brett. Und dann kommen doch, also das sind überwiegend Jugendliche, die dann auf die sehr lustige Idee kommen, so Spiegelschach zu spielen, also am zweiten Brett alles nachzuspielen. Das hatte ich noch nie. Doch, hatte ich schon. Und dann fanden sie sich, so nach zwei Zügen, irgendwann fanden sie das ganz besonders lustig und dann habe ich am einen Brett mal ausgesetzt und gesagt, nee, das ist zu schwierig, ich muss mal weitergehen. Und dann, komischerweise war die Symmetrie dann beendet. So, Prom Night, du hast die Springer, mach was draus. Ja, wo ist das eigentlich, Strullendorf? Das ist doch im schönen Leben. Wie bitte? Was? Ich habe gerade gesagt, in welchem Bundesland das liegt. So, aber mit der Partie kommen wir so nicht voran, muss ich sagen. Dann könnte ich in der Zeit anmerken, dass ich vielleicht doch lieber Läufer G3 gespielt hätte, so. Rückblicken. Echt? Obwohl man dann in Springer F5 drin steht? Ja, aber dann kann ich Läufer F2 machen und er steht in E4 drin. Oder auch dann Läufer F4 vielleicht auch noch besser. Und hier Dame E7 finde ich nicht ganz klar. Also ich habe das Gefühl, dass ich dann mehrere Möglichkeiten habe, sehr vernünftig zu spielen. Vielleicht sogar Läufer D6, gefolgt von F4, später gefolgt von E4. Und dieser Läufer wird tot gehalten, das könnte auch sein.
Aber nach Läufer F2, Springer F, Läufer G3, Springer F5, wo auch immer du hingehst, hat Schwarz ja die Chance, Läufer D6 zu spielen. Also ja gut, aber dann kommt ja E4 Atempo und E5 hinterher. Naja, nur wenn du nach F2 gehst. Ja. Also ist Läufer F4 vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ja, das war leider... Ja, das war leider eine kurze Partie, aber... Okay, so rein von der Stellung her, das ist halt... ja, also ich sag mal, so eine absolute Standard-Bertramisch-Partie ist halt super schwierig, wenn man nichts dagegen in petto hat. Und diese Variante ist auch überhaupt nicht kritisch mit dem C6 gefolgt von Läufer F5. Ist halt einfach schon, ist angenehm. Weil G6 ist aber tatsächlich wichtig. Wenn man den versäumt, kann Weiß ja selber mit G6 spielen und die Struktur schwächen. Und dann kommt E4 natürlich extrem hart, weil ich mit Rochade sehr schnell weg bin, E4 und dann auf D5 nehme und dann auf der E-Linie sofort den König attackiere, bevor er wegkommt. Das kann Schwierigkeiten nach sich ziehen. Ach so. Oh. Okay, Prom Night. Ja, das ist ja natürlich blöd. Doof. Ja, das passiert manchmal. Das sind halt die ärgerlichsten Sachen, wenn man denkt, man hätte gezogen, aber es kam halt nie beim Server von Chess24 an, weil man sieht halt selber nur die Zeit des Gegners laufen, ne? Ja, total doof. Ja, unsere Geheimwaffen gegen Bertramisch können wir leider nicht verraten. Nee. Also, ich muss auch ganz ehrlich sein, es gibt keine Geheimwaffe, also Schwarz, es ist nicht widerlegbar. Nee, aber ich finde schon, dass es Varianten gibt, die, genau, gegen die macht es weniger Spaß. Ja, das stimmt. Aber es ist halt eine gute Mischung. Also ich sag jetzt mal so, das Verhältnis stimmt von Risiko, sprich Schwarz kann halt, wenn er richtig spielt, locker ausgleichen. Manchmal vielleicht sogar einen Ticken besser stehen. Aber es ist ein gesundes Risiko, ne? Weil ich stehe niemals irgendwie viel schlechter mit Weiß und habe halt die Chance auf wirklich, ja, aber habe ja, halt die Chance auf ganz grandioses Spiel, ne? So, jetzt ist der Norman dran. Sind sie alle irgendwie ein bisschen langsam hier. Ah, so. Jetzt geht's los. Was kann ich machen? Grünfeld oder Wolga? Wolga. Wolga. Das ist ganz klar, diese Entscheidung. Grünfeld, weiß ich nicht mal, was das ist. Da würdest du G6 machen, Springer C3, D5. Aha. Aber Wolga kriege ich noch so einigermaßen. Ach, was ist denn das? B3 machen, oder? G6, B3 habe ich gesagt? Ja. Schmerz, lass nach. Okay, kann man das jetzt hier schon bestrafen irgendwie? Schlagen, Dame B6. Was ist so aus, ne? Und direkt Dame B6. Na, wenn du auch hier ist, kann er schon mal kein E4 mehr machen. Das wäre ja schon mal was. Nur so könnte er Strafe, schon. Meinst du? Vielleicht. Jetzt läufst du, glaube ich, da in was rein. Ich in weiß, was? Jetzt kann er auf B5 in der verbesserten Form nehmen. Schlägt, dann hinterher. Ja, E4 hinterher. Ich glaube, das war nicht gut. Ach so, mein Läufer ist ja noch gar nicht frei. Ich dachte, den kann ich dann mit. Naja. Ah, Glückwunsch, Kramnik Student. Congratulations, Kramnik Student. Fürs KC bieten. Also nicht bieten auf Deutsch, ja, sondern ja, ich hab's. Bieten verdenglischt. Das war Dame A5, so, ja. So befragen den guten Herrn. Aber, ach so, ich hab's noch nicht, der ist auch gedeckt. Oh, gerade ein bisschen blindfischmäßig unterwegs. Das erinnert mich gerade an Gangnam Style. Kennst du das Lied noch? Das war ja mal so krass unterwegs. Und gerade als du das gesagt hast, muss ich denken, Wuppa, Blindfisch-Style. Hä? Manchmal. Manchmal tickt man hier etwas anders. Da werden Verbindungen hergestellt, die gar nicht. Die nicht hergestellt werden sollten, sagen wir es mal so. Wuppa, Blindfisch-Style. Ich stelle mir dazu ein lustiges Video so von den krassesten Einstellern so vor. Sehr witzig. Ja, ich in meinem aber Kopf. Nur okay. Turm B1 ist Zerstörung. Ja. Ja, Fabi bestätigt es. Es sieht ungesund aus für Weiß.
Ja, das mag sein. Bilder, Schrecken, aber das war, glaube ich, jetzt noch der etwas konkretere Sieg. Er hätte einen Läufer D3 spielen sollen, ne? Also Ja. spätestens hier hätte Läufer D3 ihn vielleicht noch errettet. Ja, aber ich glaube, die Eröffnung ist schon gut für mich gelaufen, außer Springer A6 war vielleicht nicht. Ach so, wo wir gerade dabei sind. Ja, die Partie lief ja so wahnsinnig smooth. Also ich hätte den geknüppelt und hätte dich gefragt, was das jetzt soll. Ja, und du meinst, das ist jetzt gut für dich gelaufen, oder was? Für Weiß. Ja. Naja, was machst du? Entweder nach C7 oder nach B4, je Ja, ist mir nachdem. schon bewusst. Aber wo willst du jetzt hin? Weil wenn du dorthin gehst, ist nach E4 A3 ein Problem. Ja, das Wenn du nach stimmt. C7 gehst, dann wird auch E4 kommen. Der ist gedeckt. Und A6 kann es ja jetzt irgendwie nicht wirklich, dann kann ja auch B6 kommen und dann fragt man, was sollte dieses ganze Springermanöver, ne? Nicht Fragt ganz man das, gesund. ja? Oder auch A4 vielleicht. Und der Springer steht immer noch sehr strange auf C7. Ja, okay, welches Lied ist das? Du musst natürlich erstmal übersetzen und dann in der richtigen Melodie summen, aber wenn ich sage, da ist etwas komisch in der Nachbarschaft. Something strange in the neighborhood. Okay, weiter geht's. Gegen Kroko van Dil, das gefällt mir, der Name. Vielleicht zeigen wir euch allen auch nochmal sein Profilbild. So ein irgendwie bekannt vorne. Also jetzt ist, ich glaube, das war in dem Film, aber weiß ich jetzt auch nicht, ist Crocodile Dundee oder so? Mich brauchst du mit sowas nicht zu belangen. So, Dem das. darfst du Grünfeld zeigen und du hakst hier nie meine Sachen ab. Was soll das denn? Ah, jetzt natürlich Grünfeld, ganz schwierig. Mist. Dich schon gefreut, ja? Ja, das ist eine der wenigen Eröffnungen, wo ich halt so überhaupt nichts drüber weiß. Aber nun denn. Ja, C5 oder auch Rade, weiß ich nicht. Stimmt, Fabi, und ich hab's gesagt, dass wir immer schwarz haben. Ich hatte gerade weiß, habe Bertramisch gespielt. Ja, und ich hatte auch einmal weiß und hab schottisch versucht, aber von schwarz haben wir schon eins, zwei, drei, vier Sachen abgehakt. Naja, gut. Ist jetzt noch keine dramatische Quote. Ja, Turfan, das ist nicht schlimm, Ach das nee, und sind. fünf gegen. Ich habe ja einmal Mainz gespielt. Fünfmal schwarz, zweimal weiß. So, es ist nicht schlimm, dass du den Begriff noch nie gehört hast, denn das heißt Bertramisch und das ist benannt nach Carsten Bertram, meinem ersten Trainer, der sich das mehr oder weniger so ausgedacht hat, als kleines Konzept für uns, wie wir spielen können. Und ich habe es irgendwann wieder aufgegriffen, als etwas erfahrenerer Spieler. E6, Ich habe was? erst Bettramisch gelesen. B5, was? Leute, ihr guckt doch mal, wie Peter das spielt. Was macht er denn hier? Wahrscheinlich schon früher ganz anders und davon noch viel mehr, ne? Kann mal C4 spielen. Ich habe ja auch keine Lust, hier ins Endspiel zu gehen. Wieso denn nicht? Das ist doch den besseren Läufer. Ja. Du kennst es vielleicht unter dem Namen Jobava Pri-Variante oder so, aber. Wie schwer denn das über die Lippen Ja, kommt. naja, es ist halt immer so eine Sache mit der Benennung, aber ich sag mal so: der Carsten Bertram, der hat das vor Jobava gespielt, ne? Jobava hatte sich das Ja, das ist abgeguckt. halt der Vorteil, wenn man bekannt ist. Er kann ja nichts Ja. dafür, dass die Aber, Leute es so nennen. ja, das stimmt, aber vielleicht sollte man es schon deshalb Bertramisch nennen, weil durch ihn haben das im norddeutschen Raum hunderte Jugendliche gespielt, und zwar über ein Jahrzehnt Ja, lang. aber keiner von denen hat jemals es auf irgendein Level wie Jobava geschafft. Und ich bezweifle, Oh. dass er dafür Europartien studiert hat, wenn ich das mal so Das zum bezweifelst du, Ausdruck ja? bringen darf. Nein, Also darfst du ich nicht. finde. was mache ich hier? Keine Ahnung. Ja, da habe ich mir schon gedacht, dass du sowas vorhast. Finde ich nicht schön. Ach ja, Verisov kenne ich auch, das ist aber mit Läufer G5. G5.
statt Läufer F4. Boah, ja, die Damen tauschen ist schlecht und die nicht zu tauschen ist auch schlecht. Was macht man in so einer Situation? Augen zu. Augen zu und durch. Oh Gott. Das könnte auch ganz brutal nach hinten losgehen, aber meine Hoffnung ist es, sein Zentrum, sein D5 so ein bisschen zu schwächen, aber wahrscheinlich schwäche ich mich nur selbst. Weil ich nämlich nicht zu E6 komme mit Fesselung auf den König. Ne, etwas utopisch. Ich hätte gedacht, du machst erst E6, bevor du mit F5 dich da. Aha. Nach vorn! Nach vorn! Genau, wir spielen einen simultan. Ich habe jetzt auch nicht auf dem Schirm, welches Datum genau, aber Mai könnte hinkommen. Könnt ihr auch auf unserer Website sehen, dass da steht in unserem Terminkalender. Und zwar ein Partner-Simultan, wo wir abwechselnd ziehen, was immer für sehr viel Erheiterung sorgt. Ja. Wir hatten mal eine Partie, an die kann ich mich noch erinnern, da haben wir nacheinander Dame E2, Dame F3, Dame G4 gespielt. Das weiß ich noch. Und eine Partie, nee, E2, F3, G4 einfach. Ach so. Wir waren uns nicht sicher, welches Feld das beste ist. Und einmal eine Partie, da haben wir Turm A1, Turm C1, Turm A1 gespielt, weil beide Linien geöffnet waren und wir uns unschlüssig waren, welche vielversprechender ist. B4 jetzt doch. Und dann muss ich aber wirklich drauf pokern, dass meine Bauern hier eine listige Macht darstellen. Was kommt denn auf Läufer B7? Das hätte er auf Sofa. Ach nee, kein hätte. Wir konzentrieren uns aufs Jetzt. Nur das Hier und Jetzt ist allentscheidend. Ha, Aljechin hat es schon gespielt. Ja. Ja, das zählt dann nicht. Und das Schach gebe ich sofort. Jetzt muss der König nämlich irgendwo hin, wo es nicht so schön ist, wie er es gerne hätte. Vielleicht. Hoffentlich. Bin mir doch nicht so sicher. Ja, ich schwanke. Ich schwanke häufiger mal mit meinen Entscheidungen. Die Frage ist, ob der Springer da wirklich so gut da drin ist, aber ich sehe nicht, warum er da nicht so gut sein sollte. Also wird es verhindert. Ja, das ist immer eine Herausforderung, Brain. Aber bisher haben wir es immer überstanden. Haben wir schon häufiger gemacht, ne? Nico ist immer viel schneller als ich. Also man läuft ja quasi versetzt los, also im halbe Runden Abstandtakt quasi. Und Nico ist mit dann, klebt mir dann immer schon irgendwann am Hintern. Aber dafür hat Nico immer eingestellt. Also die Partien, die wir verloren haben, die hat meistens Nico sich auf die Stirn schreiben dürfen. Immer. Zumindest die Einsteller am Ende. Immer. Manchmal geht es natürlich auch so, dass es systematisch verdorben wird. Da trage ich dann doch eine gewisse Mitschuld. Minimal. Wie läuft das? Ach, Turfan, ganz kurz. Du machst mit Weiß, du fängst immer an mit D4, dann machst du Springer C3, Läufer F4 und dann ist deine Idee mit, dann spielst du mit F3. Spiel mal, du hast nicht mehr viel Zeit. Ich kann es auch erklären. Genau, mit F3, aber nur wenn Schwarz mit Läufer F5 sich hinstellt. Dann kann man quasi den Läufer direkt angehen mit F3, G4, H4 oder auch mal mit E4. Genau, und also das Charmante ist halt, man kann diesen Aufbau so ziemlich gegen alles spielen. Ne? Egal, ob Schwarz jetzt normalerweise Königsinde spielt oder D5 oder also was auch immer. Ne? Das kann man gegen alles spielen. Wobei sich natürlich die unterschiedlichen Aufbauten des Gegners schon ein bisschen dann auch auf die eigene Spielweise auswirken. Also man spielt nicht gegen alles genau das Gleiche. Ja. Aber also ich habe das auch schon in Turnierpartien gespielt, auch schon gegen gute Gegner. Und das ist schon, also das fand schon ich spielbar. Also tatsächlich eine coole Partie hatte ich damals, da hatte ich das noch gar nicht so tief analysiert, gegen Jan Gustafsson. Der ein absoluter Eröffnungscrack ist, war lange Zeit ausgeglichen, aber ich hatte einen unfassbaren Vorsprung auf der Uhr für eine ausgeglichene Stellung, das war nice, aber gut, dann hat er mich fertig gemacht, weil er einfach besser ist als ich, aber eröffnungstechnisch ist da schon was gelungen.
So, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Ich möchte es verraten. Der F2 war mir ganz besonders wichtig, damit ich König G7, König F6 habe und dieser Springer dann ja, nicht mehr mit F4 gedeckt werden kann. Deswegen habe ich mich sehr über diesen Bauern gefreut. Fabi möchte uns beehren. Aha. Wir müssen uns vorbereiten. So, er will hier gleich mit G4 spielen, ja. Und ich gebe zu, das ist nicht ganz ohne. Ich muss mal H5 machen. Aber prinzipiell finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn bei einem Simultan auch sehr starke Spieler mitspielen. Das werde ich auch häufiger vorab irgendwie gefragt, was so meine Obergrenze ist oder so. Und also ich finde, im Simultan geht es mir ja nicht darum, möglichst viele Partien zu gewinnen, sondern einfach, dass eine gute Veranstaltung wird und jeder irgendwie was mitnehmen kann. Und da ist ja häufiger dann auch die erste Mannschaft irgendwie vertreten, wo dann auch teilweise 2-2 oder so sitzt, gegen die es auch in einer normalen Partie natürlich schwierig ist. Und da bekommt man dann auch regelmäßig auf die Mütze. Das finde ich aber nicht schlimm. Also ich, deswegen darf Fabi auch gerne mitspielen. So, schöne Partie von mir. Naja, nee, aber hat mir gefallen. Also irgendwann hat es mir gefallen. Also das Endspiel hat mir gefallen. Naja, am Anfang jetzt kein Grund, besonders zufrieden zu sein, aber so im Nachhinein hat sich dieses F5, B5 doch als sehr interessant herausgestellt. Ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich König B3 deutlich besser sein sollte, weil hier auf Läufer D7 wahrscheinlich stark A4 geht und dann habe ich wenig bis kein Spiel. Ich muss wahrscheinlich neben Turm B8 und hoffen, dass ich da irgendwie ein bisschen Gegenspiel bekomme. Weil sonst wird das Spiel hier im Zentrum entscheiden. Ich denke, König C2 lässt mir da ein bisschen Luft, was zu machen. Gut, das tatsächliche Problem war dann eher später, dass Weiß keine Fortschritte gemacht hat und E6 ist sehr verpflichtend. Dann sind da die Felder für mich zugänglich. D6, F6 und sowas. Und ja, Turm D3. Ich habe mit Turm C2 gerechnet, weil ich hier wahrscheinlich nicht auf F2 nehmen kann, weil dann Läufer F3 kommt. Und dann droht D6, ja. Ja, und hier Springer E4 ist halt, ist glaube ich sofort ist total kaputt, weil der Läufer zu schlecht ist. Der Springer dominiert, ist vielleicht noch nicht einfach durchzubrechen, aber der ist so schlecht, das muss einfach gewonnen sein für Weiß. Nun gut. Ja. Aber für alle, die mal Interesse haben, uns in real life zu treffen, wir haben tatsächlich dieses Jahr eine ganze Simultan-Tournee vor uns. Ich glaube, 4 oder 5 sind bisher geplant. Schaut da gerne mal auf unserer Website vorbei. Im Terminkalender stehen die alle. Ich glaube, bei den meisten nicht so viele Infos dazu. Ja, du kannst jetzt frei entscheiden. Alles abgehakt. Ja, das ist eine Partie mit 3+2 übrigens. Ja, da guckst du. So ein Stress hier gleich. Na gut, hilft ja nichts, ne? So, ich spiele jetzt mal mit C6, A6. Ich habe auch schon mit C5, Dame A5 und so gespielt, aber... Heute fühlst du dich wie A6. Ja, und hier, das ist jetzt wieder genauso wie vorhin. Ich mache auch B5, bevor Weiß lang rochiert hat. Wobei Semisch natürlich schon mal eine Ansage ist. Also das heißt ja schon ziemlich klar, dass Weiß langrochieren möchte. London oder Budapest? Also tatsächlich, wir haben bei Weiß haben wir noch ein bisschen was aufzufüllen. Also die Liste ist schon, ja. Also das ist doch jetzt auch zu, schon zu hier voll. Die vorletzte Partie wahrscheinlich. Hafe? Gut. Also vielleicht geht schon manchmal, aber ich glaube, ich entscheide mich hier eher dafür, mich nicht so sehr zu schwächen. Vielleicht. Ah, Chessplayer 4, alles klar. Vielleicht eine Liste reingeschrieben. So, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich spiele jetzt mit C5. Versuche mal hier auf der Diagonale was zu erreichen. Mal gucken, ob schau das mal, was 3+2 liegt ja, du hast nur 3 Sekunden verbraucht. Also das ist erstmal jetzt zum ersten Mal eine Eröffnung, die ich selber spiele. Außer gegen Fabi, das war auch was. Und das macht natürlich dann schon einen kleinen Unterschied. Ups. Upsi.
Nö, ja, das haben wir uns ausgesucht, Flinsberg, wir wollen hier gerne mal einen Tag lang nur mit Schwarz spielen. Nicht? Läufer H6? Ja, ich habe gerade festgestellt, dass hier mein Abtausch, glaube ich, doch nicht so super war. Ich habe zwar aber jetzt warum? Du kannst ja den Läufer auch nach D4 bringen. Man muss halt hier ein bisschen gucken mit dem. Ja. Wäre jetzt vielleicht nicht zu schnell. Das war mein Läufer. Ja, und dann H5, H4, ein bisschen angreifen. Vielleicht auch F5, F4 oder so. Lieber H5. So, was man hier durchkommt, ist nichts zu holen. Hier mit meinem Läuferpaar. Das ist halt immer das Coole, dann hat man meistens die Einbruchsfelder ganz gut unter Kontrolle. Ja, stimmt, du kontrollierst super viele Felder, ne? Und nach H4 Springer F1 Läufer D4 ist ein Springer auch immer noch keine. Aber ich muss ja gar nicht jetzt schon H4 spielen, oder? Kann ihn auch einfach mal ein bisschen befragen. Oder was meinst du jetzt? Rot nehme ich, Läufer C2. Ach, ich hätte auch direkt Läufer C2 spielen können, upsi. Schon eine nervige Geschichte mit den Läufern. Stimme ich dir voll zu. Es droht jetzt auch. Läufer B5, Turm D2, Läufer C3? Ja, aber Turm D1 geht. Na gut, wenn er sieht, ziehst du zurück. Aber instinktiv würde man noch eher... Würde man eher die Qualle geben, meinst du? So. Oh ja, H4 ist natürlich ein Genuss. Oh, der ist stark. Ja, gewinne nämlich einen ganz wichtigen Bauern. Danach ist nämlich schon deutlich schwieriger für Schwarz, ne? Und für Weiß. Und jetzt noch schwieriger mit dem hängenden Springer. Und Springer G1 machen muss, dann ist er weit weg vom Geschehen und der B-Bauer ist super schnell, ne? Wahrscheinlich gewinnt er schon Turm A1 und dann Turm C8, Turm C1, aber Turm A4 ist ja, schön noch simpler. Ne? Aber ich hätte in meiner Weisheit fast gedanklich B4 gepremoved. Was natürlich hätte nach hinten losgehen können. Ja. So, erstmal. Nach vorne, oder? So, ich habe überlegt, ob ich hier irgendwas verhindere, aber es kann er ja eh nicht da halten, den Springer. Ja, der läuft. Und läuft und läuft und läuft. Springer C3, ist da Turm A1 oder Turm C4 stärker? Oder ist es egal? Na, ich glaube, Turm A1 wird schon passen. So, ich kann natürlich auch. Na ja, gut, nach Turm steht B1, dann sind die Türme noch vorm Brett. Ja, aus, das Spiel ist aus. Aber so wenig Zeit ist es gar nicht. Man bekommt noch mal was dazu, oder? Gefühlt war das jetzt gar nicht so wenig. Ja, richtig. Du kriegst 2 Sekunden pro Zug. So. Das heißt, schon ab 60 Zügen war es ein guter Deal. Ja, jetzt kannst du natürlich auch G3 gleich schlagen, bevor du einziehst. Ach so. Ich könnte ja auch. Kann ich den Springer jagen? Nee, ne? Du könntest Turm A3 machen, ne? Turm A1 machen. Aber dann, das bringt mir noch nichts. Dann holst du dir eine Dame im nächsten. Was? Ach ja, stimmt. Ich habe irgendwie gedacht, wie schaffe ich es denn, den Springer zu fangen? Oh, ja, recht, wenn er nicht mehr die Kontrolle hatte. Spannend und gleich die Empfehlung des Tages unter meinem Kopf. Habt ihr es gelesen? Ja, kann ich hochkommen? Ja. Gut. Dann machen wir weiter. Spannende Partie. Achso, willst du noch was dazu sagen? Nee. Du kannst dazu was sagen. Noch eine. Ich mache das anders. Guck mal. Entweder du sagst dazu was, weil ich übernehme dann immer. Ich bin aber schon gewohnt, dass du immer zusammenfasst, quasi du den Moderator machst. Ich mache mir schon selber gar keine Gedanken mehr, weil ich schon weiß, der Nico wird es richten. Ja, aber wenn du eine Partie gespielt hast und danach kriege ich die Maus und dann fängst du an zu erzählen, so zu tratschen halt. Wie zu tratschen? Wer tratscht denn
dir. Na du, und dann denke ich mir so, ah, Larsen wurde sich noch gewünscht. Und dann stehe ich so da und denke so, ja, soll ich jetzt meine nächste Partie starten? Also, soll ich jetzt irgendwie dir ins Wort fallen und sagen, hallo, willst du mal was erzählen hier zu der Partie? Hallo. Mademoiselle. Madame et Mademoiselle. Bitte beachte dies. Was ist das denn? Kann ich mir schon Schach geben? Ja, das wäre ja was. Ich habe leider nie diese Öffnung studiert, aber König D7 sieht mir aus, als würde das. König D7? Läufer schlägt E5, F4, Dame H5 Schach. G6, Dame schlägt E5. Was ist da denn los? Und wir haben Weiß und ich vergeige es gleich. Oh, jetzt aber. Nein. Dann möchtest du damit das Vergeigen noch akustisch darstellen. Er provoziert mich. Ja, dann mach doch. Ja, aber ich... Für die Fans. Ja, für die Fans, die lachen. Für Fabi. Wenn ich... Ja, der freut sich doch nur, wenn ich was einstelle. Erst hier bringt mir das irgendwas. Mit den Fingern rechnen hilft. Ja, das wirkt auch unheimlich professionell. Danke. Ja, ich beim Isle of Man hat das mal der Werte her. Dame F7 bringt das? Weiß ich nicht. König C6? Iwanchuk hat das gemacht, ne? Ne, Gelfand ist so rumgelaufen. Ach, Gelfand? Läuft so an die Bretter so, oh, ich war hier will. So, hat's jetzt was gebracht oder war das nur heiße Luft? Kann ich jetzt besser da reinziehen und da schlagen oder besser den nehmen? Macht auch Springer F6, was soll's, ne? Achso, den macht er ja auch auf. Ach Gott. Ach ja. Freust du es schon? Natürlich. Ich hab's schon bereut, bevor ich das gespielt habe, dass ihr mich immer in so einen Unfug reindrängt. Mit ihr meine ich euch alle. Dich, euch im Chat. Ja, alle schuld. Ja. Das können wir gut so Schuld anderen zuweisen. Ne? Ich bin da die Königin drin. Ja, aber guck, er hat es doch zugegeben, der Fabi. Ja. So. Ich schlage, wird es zu einfach. Wo kann ich... Ja, wenn dann da schlagen. Dame E5, Springer, G, stellt eine Figur ein. Okay. Nein, du könntest ja auf E5 so. Ach nee, ja, ist richtig. Ich habe nichts gesagt. Hättest du mich fast auch dazu noch genötigt? Ja. Madame, so bitteschön nicht mehr. Ja, Fabi, und vor allen Dingen sind es nicht deine Figuren, die geopfert werden. Das ist immer das Beste. Okay, er will halt echt gerne den Damentausch, ich will den echt gerne nicht. Aber so die mit besten F4 Fälle habe ich auch nicht. Aber sag nicht, dass ich denn schuld bin, wenn das... Das bist du doch sowieso schon, das ist ja das Schöne an der Partie. Ich kann jetzt völlig schuldbefreit spielen. Schuldbefreit, verantwortungslos, wie immer. Ja. Weil... Guck mal, jetzt hast du auf B6 schon eine Schwäche provoziert. Springer A4, ja, und läuft. Dann Läufer rein und... Hui. Du kannst noch die nächste reinhauen. Kommt. Aber erst gleich. Was hast du denn? Zwei Bauern? Ja, das ist doch grundsolide. Danke. Das motiviert mich. Nee, wie ist deine Abkürzung? Der Nordkap-Art, ne? Ja. Das haben wir schon mal, stimmt. Ja. Wir haben das doch mal gemacht in der Jubiläumsshow. So lange ist das auch noch gar nicht her. Achso, nee, warte mal. Wir hatten zweimal. Einmal zur 100. Session. Du küsst gleich die Kamera. Mua.
Einmal zur 100. Session, die ist zugegebenermaßen schon ein bisschen her. Da haben wir, da habt ihr Partien eingeschickt, die wir analysiert haben. Und dann hatten wir Lüneburg letztes Jahr auch nochmal ein Special, wo wir zumindest von den Teilnehmern aus der Community Partien gezeigt haben. Das war dann zugegebenermaßen nur die... Warte mal, wenn ich jetzt nicht auf B7 nehme, habe ich ja noch mehr eingestellt. Korrekt. So. Furchtbar! Ganz furchtbar. Das waren dann nur die, die... So viel wollte ich nicht abtauschen, aber... Ist jetzt wenigstens noch ein Bauern... Oh ja, das geht ja schon. 6, 8... Haha, schon 4. Ja. Seht und staunet. Es werden immer mehr. Ja, vielleicht habe ich ja doch nichts eingestellt mit Waffe W5. Hm. Tom D1. Auf dem Weg. Aber langsam würde ich nicht mehr tauschen wollen, ne? Also, ist halt subjektiv. Subjektiv sehr schwer zu spielen. Ich glaube, die Stellung ist inzwischen auch objektiv gut für dich. Und subjektiv noch viel schwieriger. Und die einzunehmen. Dame B5. Ist doch nicht schlimm, oder? Vielleicht muss ich ihn erstmal mit ein paar Schachgeboten scheuchen. Naja, im Zweifel Figuren ranholen. Dann wird es wird schon alles Dame gut. Dame B5, dann kannst du auch A4 oder C4 machen oder so. Ja, Dame B6. Er kriegt die Felder halt gerade noch so gedeckt. Aber ja, nicht langfristig. Ah, aber A4, A5 ist gut, weil dann habe ich am Ende noch C4. Das ist der Trick. A4 gewinnt. Na, stimmt. Es ist gelöst, das schachliche Rätsel des Tages. Aber wir fanden die Session natürlich auch sehr cool, eure Partien zu zeigen, weil, also ich finde, daraus kann man ja auch dann immer viel lernen. Deswegen werden wir das sicherlich nochmal machen, ne? Darf ich einmal ganz kurz was zeigen? Das ist ja schon ein bisschen Lob an mich, ja. My favorite Boris Spassky Games. Habe ich hier gespielt, wie Spassky. Naja, oder du solltest ein bisschen. Ja, geopfert wie ein junger Tal. Oder auch nicht, vergesst das ganz schnell wieder. in der Blitzpartie kann man sich so einiges erlauben, wie man sieht. Und es war nie einfach für ihn, glaube ich. Deswegen war schon. Ja, ich hatte erwartet, dass er hier zurückschlägt, eigentlich sowas. Ne? Und dann hätte ich Springer E2 gespielt. Aber wenn ich erst nehme, hat er immer noch Läufer C5. Und ich möchte nichts abtauschen. Ich möchte ihm das Leben möglichst schwer machen. Und objektiv sollte Schwarz hier besser stehen. Vielleicht rausnehmen oder erst vom nach E8, aber ja, muss man halt spielen, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich einfach schlecht für mich. Aber das Bessere ist, hatte ich dann ja auch nicht mehr zur Verfügung, glaube ich. So ist es, Und damit war es das für heute. Verabschieden uns, war ein sehr netter Abend mit euch. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß. Wenn du das nicht so gelangweilt gesagt hättest, hätte man es dir fast geglaubt. Doch, also ich hatte Spaß. Ich hoffe halt ihr auch. Und wenn nicht, naja, hatte wenigstens einer Spaß. Genauso ist es. Ich auch. Du auch. Ich auch. Gut, zwei. Na dann bestimmt von euch auch noch welche. Und jetzt habt ihr noch einen schönen Abend. Und dann morgen haben wir wieder Spaß zusammen, nämlich bei der Lernstunde. Genau. Und wenn nicht dabei ist, auch dem wünschen wir eine grandiose nächste Woche. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao.